Hey Leute, was geht? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Es ist 9 Uhr morgens und für mich geht's jetzt nach Dresden. Wir shooten heute ein bisschen dort. Ich weiß noch nicht ganz genau, was mich erwartet. Also, wir haben uns ein paar grobe Spots überlegt, wo wir hinwollen, aber so insgesamt werden wir ein bisschen improvisieren. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die Tonqualität findet, weil ich vlogge gerade mit meinem neuen iPhone und ich würde gerne wissen, ob ich das hier öfters machen kann. Also, wenn euch die Tonqualität passt, werde ich das machen, weil für mich ist das ziemlich easy und das Teil kann sogar in 4K mit der Frontkamera aufnehmen, was ich ziemlich heftig finde. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Tonqualität gut findet. Dann ist das ziemlich easy für mich, weil ich kann dann auch mal schön meine Cam filmen, wenn ich irgendwo fotografiere, euch irgendwas besser zeigen. Deswegen, ja Leute, ab in die Kommentare damit, mit eurer Meinung. Now switch. Wir sind jetzt hier am ersten Spot, so eine kleine Unterführung beim Grünen Gewölbe, das Gebäude, was vor ein paar Wochen ausgeraubt wurde. Und wir versuchen jetzt mal hier hinten, wenn keine Leute sind, ein paar gute Bilder zu machen. Was ich hier ganz nice finde, ist, wenn man nach unten geht und dann die Steine im Vordergrund mit drauf hat. Das sieht echt ziemlich episch aus. Nice Leute, achtet immer auf solche Kleinigkeiten hier. Ich habe gerade hier ein Bild gemacht, das blendet euch mal ein. Hier ist so eine schöne Spiegelung. Und dann sieht das richtig geil aus. Schaut mal Leute, wir haben uns hier in ein Hotel reingesneakt. Da hinten haben wir schon gerade geshootet. Und hier gibt es noch ein mega nices Treppenhaus, das zeige ich euch mal. Gleich mal Weitwinkel ausprobieren. Checkt. Bam, übel nice. Wow, es geht hier ab. Und jetzt kommt mit. Hier haben wir jetzt gerade geshootet. Und hier hat man einen mega krassen Ausblick auf die Frauenkirche. Ja, nice Location, was meinst du? Hier ist wieder so ein Spot, den jeder wahrscheinlich außer Acht gelassen hatte. Aber hier kann man einfach mega nice Sneaker-Shots machen. Wenn hier das Licht beachtet und dann im Hintergrund dieses blaue Licht einsetzt, sieht das richtig episch aus. Get away from all the media. I'm human, don't you think I had enough? Hotels solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken, egal in welcher Stadt ihr seid. Da gibt es meistens richtig nice, clean Locations. Wir sind jetzt hier gerade mitten vor der Frauenkirche. Wir laufen gerade raus, warte, ich zeige es euch. Hier scheint wunderschön die Sonne. Und hier um die Frauenkirche rundherum sind mehrere Hotels mit schönen Locations und wir schauen mal, ob wir in noch eins reinkommen. Also Leute, wir sehen uns gleich. Schaut mal, wir sind jetzt im zweiten Hotel drin. Das sieht einfach mega episch aus. Richtig krass. Ich würde euch empfehlen, Leute, wenn ihr in Hotels reingeht, einfach straight durch. Einfach reinsneaken. Tut so, als würdet ihr dazugehören, als würdet ihr in dieses Hotel, als würdet ihr einfach hier wohnen und dann klappt das schon. So Leute, das hier besser nicht nachmachen, aber gibt gute Bilder. Ja, es ist mittlerweile schon abends und wir haben den ganzen Tag noch ein bisschen geshootet. Aber der Spot war jetzt richtig krank. Wir haben noch an einer Tankstelle angehalten und ich habe hier meinen Blitz rausgeholt und haben da einige Fotos gemacht und die zeige ich euch jetzt.